Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyliner-Fans, zurück zu unserem Trapmaster Let's Play. Und ja, Kapitel 2 sind wir jetzt. Ich würde sagen, Marcel, rede nicht so viel. Gib lieber Gas. Nightmare. Schattenelement. So, mein Headset geht wieder. Ich habe, glaube ich. Herausforderung erwartet dich, Portalmeister. Sprich mit Flynn. Ich habe. Ach so, okay. Ich habe, glaube ich, auf diese Stummtaste gedrückt gehabt. Passiert, ne? Danke. Ja, Persephone, kennen wir doch. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Persephone wieder da ist, muss ich sagen. Davor mit dem Swap Force war ja da dieser Kristall da. War nicht gut, ne. Hat mir nicht gefallen. Aber hier mit Persephone, ne, Freunde, das ist, damit ist man aufgewachsen, ne. Aufgewachsen ist auch geil. Das ist ein geiles Wort, ne. Mit Persephone ist man aufgewachsen in Spyro's Adventure und in Giants. Das ist, einfach nur besser als dieser hässliche Kristall. Und ich hoffe mal nicht, dass, Persephone wegkommt im neuen Teil. Ja, hoffe ich jetzt einfach mal. So, ich möchte zu den Besserwisser-Inseln fliegen. Dort gibt es Tuzzlesprout, Bozzabeak und Slobbertooth. Slobbertooth? Slobbertwap. Slobbertooth. So. Erster Punkt der Tagesordnung. Wir müssen die Tür da drüben aufkriegen. Ja, so geht's natürlich auch. So, da vorne haben wir, genau, da vorne haben wir ja hier mit Segulpa. Die Quest haben wir aber jetzt leider nicht hier. Was du tun musst, ist dir den Schlüssel zu schnappen. Deswegen machen wir das so. Auch wenn Schlüssel nur die zweitbeste Lösung sind, um Türen zu öffnen, erledigen sie den Job. Na, was sagt man da? Natürlich musst du dazu durch eine weitere Gegnergrube. Aber zack. Mach mal schnell hier, dann brauchen wir keine Gegner erledigen hier. Das haben wir auch schon alles selbst erledigt. Guck mal, die halten das aus, er ist nicht wahr. Was für Buzzerbeaks. Oh, hier haben wir ja schon Tuzzlesprouts. Okay, der hält mehr aus. Boah, schöne Sache. Oh, ich muss. Ah, hab ich schon gut. Tuzzlesprout besiegt. Yeah, haben wir. Sehr gut. So, Tuzzlesprout. Kommt ja auch eine spezielle Tuzzlesprout für Schurke raus. Ne, in so einer Falle, Erdfalle. Ja, so ein Wet-Hot Tuzzlesprout. Kann das sein? Ich glaube ja. Okay. Ach doch, 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 doch. Da vorne ist das Tor für den Erdtrap Master. Zack, Warloop. Der Hammer haut rein. Benötigst einen Trap Master vom Erdelement, um dieses Tor zu öffnen. Unaufhaltsam. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements. So, da war eine Kiste, da war eine Kiste. Und die dritte müssen wir ja auch noch drauf machen, alles klar. So. Und dann jetzt erstmal das hier holen. Hey, schau, was ich gefunden habe. So. Hallo. Was ist das denn hier für eine hässliche Kiste? Die lässt sich kaum bewegen. Alter, willst du mich verarschen? Danke. Eieieiei, Freunde, ich sag doch, hier ist was los. So, öffne das Ding. So, der Warloop hat diesmal keinen Hut auf. Den Sherlock-Detektiv-Hut hier. Den Sherlock-Gedächtnishut. Nein.
So, ich möchte aber gerne auf dieses Portal, damit ich sofort wieder dort gespawnt werde, damit ich hier sofort auch wieder rauskomme. So. Zack. Hallo, du besser. Eigentlich nicht. Sei ja ruhig, du Kopf. Hallo Persephone, schön, dass du auch hier bist. So, zwei Schlüssel, zwei Tore. Zack, auf damit. Ja, wir können das auch ganz einfach machen, ihr Freunde. Da rasten wir einmal aus. Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Da ist die Bombe. Bam. Bom. So. Einen Lebenstrapmaster. Und da wir letztes Mal Tafflack hatten, nehmen wir diesmal Bushwack. Hax mit der Axt. Yeah. Du benötigst einen Trapmaster vom Lebenselement, um dieses Tor zu öffnen. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Okay, das war doch gut. Oh, bitte mich. Oh mein Gott, da ist nur noch ein Leben. Warum hatte der nur ein Leben gehabt? Warum hatte der denn. Oh, warum hatte der denn nur ein Leben? Warum? Oh, warum hatte der denn nur ein Leben gehabt, der Typ? Oh, ich glaube es nicht. Höhen und Tiefen. Oh. So, haben wir. So, die Bombe brauche ich jetzt eigentlich nicht. Mehr. Denn den haben wir ja schon sehr gut getroffen hier, muss ich sagen. So, zack und zack. So, das ist eine sehr gute Taktik, ne? Einfach mal die Kiste dabei öffnen und die Bumerange, ja, geben den Gegner einfach ganz gepflegt böse, so wie es sich gehört. Wo war die Bombe? Ah, okay, ich blöd, Mann. Hätte gar nicht da runtergemusst. Ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen. In den Himmel. So, zack, zack. Der Sturm lässt sich nicht aufhalten. Und ein Hut. Juhu. So, ach ja, das stimmt, das war ja auch hier die, ja, stimmt. War ja auch das Lebenstrap, Tanium-Tor. Igelhut, wollen wir den aufsetzen? Nee, eigentlich nicht. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. So, da vorne haben wir schon Rebell, Lobgoblin, diesen fiesen Schurken. So, haben wir. Hier ist noch so ein Troll. Kommen da noch mehr Trolle, ey, Mann. Ich dachte, das wär's. Jetzt aber. So, da vorne ist Buzzerbeak. Komm, Freunde, was soll der Geiz, ne? Holen wir uns Buzzerbeak. Hier vorne ist nicht doch Buzzerbeak, sag ich doch. Ja, wisst ihr bestimmt nicht, im Live, also im Livestream, da haben wir das dann nämlich auch gemacht. Und ja, ich konnte ihn nicht kaputt machen.
Der war voll gebackt gewesen. Der war da oben die ganze Zeit. Der kam nicht runter, ne? Aber jetzt ist er da. Okay. Okay, der hält aber doch schon mehr aus als dieser Sheep-Creep hier, muss ich schon sagen. Und ab dafür. So. Und jetzt. Bam. Zack. Passt. Buzzerbeak besiegt. Wollen wir aber nicht fangen, Buzzerbeak? Nein, wollen wir nicht. So, und dann haben wir jetzt hier den legendären Schatz gefunden, jawohl. Klingelingeling. 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 Wer klingelt an meiner Tür? Hallo. Hi, du, geht's dir gut? Was ist denn? Ich wollte das gar nicht hören. Ich wollte einfach gucken, ob ich weitergehe. Hallo. So. Oh oh. Wird der Dampfdruck so groß, dass dieser Stopfen kaputt geht. Hohoho. Du schaffst es. Ja, sehr. Wenn nicht ich, wer sonst? So, rein mit dir. So, zack. Jetzt können wir wieder auf. So, eben schnell den Flügelsaphir holen hier. So, das waren die nächsten Buzzerbeaks hier. Ja, da oben ist er doch. Aber wo, ach, da komme ich ja hoch, genau. Hier komme ich hoch. Zack. Ein Stück Pizza auf dem freien Meter. Doch, warte, die braucht das Stück Pizza, kann ich doch gut gebrauchen jetzt. So, genau. Bam, nur 100er Schaden, Alter, da musst du doch mal Gas geben. Oh, guck mal, da oben ist der Seelenschein von Foodie Food Fight. Sehr gut. Zum Kugeln. Nein, wollen wir uns jetzt nicht angucken. Wenn ihr Foodfight sehen wollt, müsst ihr euch das Skill-Video... Guckt euch das Skill-Video an. Oh nein. Bleib locker, Kompate. Ne, komm, machen wir, ne? Also nochmal ein Tipp von mir hier, Freunde, ne? Wenn ihr das hier habt, ne? Nehmt Threadpack. Sagt euch, besserer als Threadpack gibt es für dieses diese Geschütze nicht, auf keinen Fall. Du bist mir in die Falle gegangen. Slobbertooth. Wie kam ich denn auf Slobbertooth? So, könntest du dich mal bitte hierhin begeben, bitte? Bitte? Alter, ich treffe ihn doch schon, Mann. Das ist doch schlecht. Der kassiert doch schon ordentlich. Hihihi. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Weil sonst war es das hier gleich mit mir. Okay, da war doch Pizza. Okay, jetzt kommt Slabbertooth. Ich wechsle mal eben schnell, Freunde. Ich nehme... Ich hab's drauf. So, mach mal hier. Zack, schöne Sache. Oh Mist. Haut aber auch drauf, ne, ey. Ich habe
Yeah! Bam! Slobber Trap besiegt. Yeah. So, haben wir. Sehr schön. Belohnung. Das müsste es auch schon. Slobber Trap. Das müsste es schon gewesen sein. Nee, wir müssen doch die Schurken besiegen hier. Wenn wir was können, dann ist das draufhauen. So. Sehr schön. Sehr schön. Weißt du, je größer sie sind, desto lauter ist der Knall. Kaboom! Beschuss! Kaboom! Ausgezeichnet. Ja. Haben wir auch wieder geschafft, Freunde. Das läuft ja hier, du. Ich hab das Schattentor vergessen. Nein! Wo war das denn gewesen? Schon doof. Na egal. Ach, so ein Mist, ne? Passiert voll. Okay. Ich hab die Daten, die du zurückgeschickt hast. So. Oh, und ich habe noch ein paar Hallo Max. Genau, da vorne jetzt kriegen wir endlich die Insel, wo wir da die extra Level also immer reinfliegen können. Das hier ist ein Da ist ein besonderes Tor, warum? Weil es besonders ist. Freunde, das war Kapitel Nummer 2 unseres Trap Master Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen und Sandra. Auch ich wünsche euch was. Danke, haut rein, Freunde, und bis nächste Mal.